Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir stehen vor ein paar spannenden Wochen, würde ich sagen. Zwei Derbys und dann noch Europa League Viertelfinale gegen Paris. Also wir haben ein bisschen was vor uns, aber heute, bevor wir da zu Paris kommen, wollen wir natürlich erstmal gegen Tottenham gewinnen. Die Fans haben geduldig darauf gewartet, dass wir uns in diesem Derby revanchieren. Ich habe tatsächlich mal, muss ich sagen, auch geschaut, wir haben das Hinspiel verloren, ja. Das wie beim letzten Mal möchte ich nicht mehr erleben, also zeigt Ihnen heute, was ihr drauf habt und gewinnt das Spiel. Yes, so wollen wir das doch sehen. Und dann würde ich sagen, buttern wir doch jetzt mal Tottenham weg, wo schon, wie ich gerade sehe, gar kein Harry Kane mehr spielt. Gabriel Jesus, der eigentlich bei Arsenal spielt, bei denen im Sturm. So, wie sieht's denn hier aus? Einige Leute sind hier hochmotiviert. Wir nehmen mal Bernardo Silva mit rein. Ich könnte überlegen, Leno, der Pfeil nach unten, der gefällt mir schon nicht, aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Carvajal nehmen wir mit für... Ja, mach mal für Pepe. Saka, Eriksen... Könnten wir theoretisch für Thiago einsetzen dabei. Dann würde ich sagen, der Rest passt auch schon so weit eigentlich. Reece Nelson ist wieder gut drauf, den können wir auch mitnehmen. Aber für wen ist die Frage? Müssen wir ja fast für Saka, aber den möchte ich ja nicht ungern rausschmeißen. Also lassen wir ihn doch dabei, oder? Wir lassen Martinelli zu Hause. Und nehmen dafür Reece Nelson mit. Wir müssen ja hier nochmal ein paar Leute ein bisschen spielen lassen. Und dann gehen wir auch schon rein. Gegen Tottenham, ich weiß nicht, welcher Tabellenplatz Tottenham im Moment ist, aber ich würde mal sagen, maximal Top 8. Schlechter würde ich sie jetzt nicht einschätzen. Aber gut, wir wissen ja, gegen die stärkeren Gegner, gegen die stärkeren Gegner und gegen die ganz schlechten Gegner, da sind wir ja immer besonders schlecht. Oh, und es schneit. Bestes Märzwetter, so wie wir es wollen. Schnee im März. Können wir mal schauen, was bei uns da in Deutschland auch dazu kommt. Im Moment ist ja mal wieder, weiß ich nicht, ich suche eigentlich immer noch nach meiner Winterstimmung, nach meiner Weihnachtsstimmung, die es mir irgendwie damals zerrissen hat an Weihnachten, wo der ganze Schnee geschmolzen ist. Da warte ich jetzt immer noch drauf, dass der Schnee wieder zurückkommt und ich hier meine Weihnachtsstimmung kriege, aber... Ja genau, jetzt gibt's da direkt einen Freistoß nach 2 Minuten, oder? Aber kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt halt hier Januar, Februar wieder viel, viel, viel zu warm ist. Oh Gott, der See drin. Ja. Da kannst du nichts dagegen tun. Wirklich nichts. Und wir haben schon wirklich, man will es kaum glauben, aber wir haben mit Bernd Leno hier tatsächlich einen der Top 10 Torhüter, glaube ich, im Spiel. Mit den Stats noch. Aber du kannst da nichts tun. Ich versuche dann immer, ich habe es ja selber versucht, jetzt mit Kunde zurückzugehen und dass er da eventuell einen Kopfball holen. Ich weiß nicht, ob das Leno beeinträchtigt hat. Ich glaube nicht. Aber kann natürlich sein. Ja, so geht es ja schon mal bestens los hier. So wie wir das wollen. So, aber wir wollen natürlich hier gleich mit Mané. Okay, wir bleiben im Ballbesitz. Das ist gut. Das nehmen wir. Okay. Das nehmen wir nicht. Partey verliert hier recht schnell den Ball. Eriksen ist dazwischen. Das ist gut. Ja, was nicht so gut war, würde ich jetzt mal sagen, ist allgemein so die letzten 2 Wochen im Fußball. Wir haben uns ja zum Topspiel, gab es ja hier leider keine Episode bei mir, aber... Ja, wir können ja noch mal ganz kurz drüber reden. Ein 3:0 für Leverkusen. Gut, reicht also. Nein, grauselig. Grauselig. Furchtbare Leistung. Also wirklich das Schlechteste, was ich von Bayern seit langem gesehen habe. Bei diesem 3:0. Und danach auch Champions League. Ich meine, Champions League war allgemein. Auch allgemein für die deutschen Mannschaften. Ehrlich gesagt, relativ schlecht. Würde ich mal sagen. Leipzig verliert, Bayern verliert, Frankfurt unentschieden, Freiburg unentschieden, also allzu viel bleibt jetzt halt nicht mehr.
Und wir werden hier von Tottenham, wir werden hier weich gespielt, muss ich sagen. Kann mich nicht über den Tuchel aufregen, dass wenn der sieht, dass die Taktik falsch ist, dass er nicht umstellt. Weil ich glaube, ich muss hier selber gleich umstellen. Weil hier geht ja nichts wirklich. Die gehen mir hier viel zu früh und viel zu aggressiv zum Pressen. Aber wir kommen mit Bernardo Silva doch noch durch. Schade. Er hätte sein können. Aber nicht müssen. Gut dazwischen. Der Abwehr hält noch relativ stabil. Teilweise. Mané. Ich suche jemanden auf der Außenbahn hier. Na, ja, Lacazette. Wieder den Ball nicht kontrollieren können. Dann ist schon wieder Gabriel Jesus am Ball. Nee, also war ja für alle anderen Fans ist wahrscheinlich die Freude wahrscheinlich, dass das bei Bayern mal nicht so läuft. Ich finde es eine ganz, ganz grauselige Saison. Alle verletzt, 100 Leute verletzt. Dann, weiß ich nicht, ich mochte den Tuchel noch nie, muss ich sagen. Und dann kam er jetzt zu Bayern und dann war es so ein bisschen, ja, okay, könnte schon was werden. Aber nein, gut, es wird nichts. Der muss leider jetzt halt gehen. Man sieht es ja, also ich weiß nicht. Aber es muss auch, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte vom Team ausgewechselt werden. Ich weiß, früher gab es mal immer, hieß es ja immer, ja, Bayern mit dem Mir-San-Mir-Effekt, aber der ist, glaube ich, irgendwie in den letzten Jahren ist der ein bisschen abhanden gekommen. So, also da sehe ich relativ wenig leider nur noch davon. Bitte hier keinen Foul machen. Danke. Dann sind wir auch schon fast am Ende der ersten Halbzeit angekommen. Ohne dass wir hier jetzt halt nochmal gefährlich wurden. Jetzt hat vielleicht mit Mané, aber der kommt auch nicht. Tottenham steht gut. Zu gut. So, dann müssen wir nochmal zurück. Nee, aber ich meine, ja klar, die Saison ist trotzdem noch nicht vorbei, würde ich sagen. Aber eigentlich, ich will mich nicht darauf festlegen, aber ich würde schon sagen, es sieht relativ gut aus für Leverkusen. Haben jetzt ja auch unseren Rekord eingestellt von den meisten. Oh, Tierney mit der Flanke, Lacazette vielleicht. Es ärgert mich, dass wir diesen einen dummen Freistoß da hatten. Wieder. Wir sind nicht schlecht. Wir sind. Ja, gut, Tottenham hat mehr Torschüsse, das stimmt, aber. Wir müssen hier erst in die zweite Halbzeit reinkommen, sonst kommt hier wieder Musik und dann heißt es wieder. So. Vielleicht müssen wir hier doch ein bisschen was ändern. So, Tierney dahin. Alaba kann da bleiben. Offensiv wechseln wir dann Partey aus und bringen Ødegaard mit rein. Und der Rest, würde ich sagen, kann dabei so bleiben. Ja, der Rest passt, glaube ich, so. Geh mal rein in die zweite Halbzeit. Ne, wie gesagt, sie haben ja auch den Rekord eingestellt hier für die meisten Spiele unbesiegt. Und ja, Mané, einfach mal schießen. Ich sehe schon, wir können hier. Hallo, was passiert hier? So. Bernardo Silva, Lacazette auf Mané und der. Jawohl! So muss man das machen. Genau so müssen wir in die zweite Halbzeit starten. So wollen wir das. Herrlich. One-Touch-Football hier. Zwischen Mané, Lacazette und Bernardo Silva. Eingelocht wie beim Golf. Eriksen erst zu Lacazette, dann zu Silva. Ah, hat er nicht ganz One-Touch gemacht, aber. Ah, und Mané, eiskalter. So wollen wir das sehen. Und sowas brauchen wir vor allem auch, weil. Wir müssen ja irgendwie dranbleiben an Man United und an Liverpool. Und da wäre doch ein Sieg gegen Tottenham genau das Richtige. Naja, was hatten wir sonst noch so? Ja, internationales Geschäft natürlich. Euroleague, Champions League, haben wir auch schon gesagt, war ja nicht allzu erfolgreich. Auch wenn
sage ich mal, ja schon wieder, es kamen wieder ein paar Diskussionen auf. Manche oder viele haben ja gesagt, Leipzig wurde beschissen, mal wieder vom Schiedsrichter. Also es fällt schon ein bisschen auf. Also gerade diese Saison und letzte Saison irgendwie, ich will jetzt halt nichts irgendwie sagen, weil ich bei weitem auch nicht alle Spiele sehe. Höchstens die Zusammenfassungen. Aber es fällt schon auf, dass es oftmals heißt, die deutschen Mannschaften sind irgendwie in der Champions League so, ja, so minder gut geschiedsrichtert, gepfiffen. Ah, Lacazette, den hätte haben müssen. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Boah, und Leno. Geiler Typ. Kommt hier raus und klärt den. Ödegaard jetzt hat. Auf Lacazette, auf Eriksen, Mané hätte weiterlaufen müssen. Dann wäre da vielleicht ein bisschen was drin gewesen. So. Ödegaard kommt nicht hin. Es ist mir schon wieder zu viel Tottenham hier am Ball. Das kann nicht sein. Da kommt der genau aus der Drehung und macht den, oder was? Gabriel Jesus. Wir haben sie schön gemacht, aber Kunde und Alaba kommen beide nicht hin, oder Umtiti war's. Und dann dreht er sich da einfach und macht den rein. Kann sie mir nicht erklären. Ich muss mich, glaube ich, echt mal hinhocken und mal schauen, dass ich in dem Spiel wirklich mal besser werde. So, dass ich solche Sachen schaffe zu verteidigen. Ich möchte kein E-Sportler jetzt werden in dem Game, aber Lacazette kommt wieder nicht zum Schuss. Das ist auch immer was, wo ich wirklich sagen muss, da müsste mir mal jemand das Spiel erklären, wie wir das schaffen, dass man da, wenn man da den Ball annimmt, dass der da nicht so komisch da hin und her springt, sag ich mal. Sondern dass man den einfach, dass man da schön abschießen kann. Habe ich noch nicht genau verstanden, muss ich sagen. In meinen, weiß ich nicht, 13 Jahren PES, die ich jetzt schon spiele. Oh Mann. Das sieht, glaube ich, nicht allzu gut aus, was wir hier machen. Im Gegensatz zu Arsenal ja in echt. Also da sieht es ja. Da sieht es ja hingegen doch relativ gut aus. Die letzten zwei Spiele jetzt hatten 5-0 und 6-0. Also davor gegen Liverpool gewonnen. Man ist solide Zweiter. Also ich würde sagen, da kann man sich im Moment nicht beschweren. Ja, City hat noch ein Spiel in der Hand. Die können einen theoretisch noch überholen. Tierney mit der Flanke, Lacazette. Aber da ist Eriksen knapp daneben. Schade. Der hätte drin sein können eigentlich. Was schon müssen. Wir brauchen hier unser Tor. Können aber vielleicht auch nochmal ein, zwei Mal wechseln. Lacazette. Dabei raus. Mané in die Mitte. Können wir Thiago noch einwechseln, ja. Hilft ja nichts. Jetzt hat Zähne zerbeißen auch die Außenverteidiger hier. Irgendwas müssen wir machen. Alaba mit der Ecke. In der Mitte ist Gabriel. Ne, nicht Gabriel. Bernardo Silva, so rum. Oh, Silva. Schade. Wenn Alaba gehabt hätte, dann hätten wir hier noch mal ein bisschen was starten können. Jetzt hat Gabriel Jesus schon. Ja, oh, pfeift er nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir noch mit. Aber Tierney kann nicht mehr laufen. Hallo, wir brauchen den Ball. Bitte ganz dringend. So, Saka, Mané. Oh, also, ja, wollte gerade sagen, also jetzt hier bitte. Das, wenn jetzt halt nicht mindestens mal eine gelbe gibt, das sah für mich schon nach ein bisschen mehr sogar aus. Und Bernardo Silva scheint verletzt zu sein. Oh, habe ich auch ganz selten bisher, glaube ich. Die sieht man wirklich selten. Die ist ultra rare, die Animation hier. Dass hier ein Spieler am Boden liegen bleibt und raus muss. Ja, und liegt auch draußen jetzt.
Spieler wird behandelt. Soll ich es aus der. Soll ich es einfach versuchen und eh nichts machen dafür? Ja. Ich hätte es einfach kurz wieder versuchen sollen. Somit wieder eine Niederlage gegen Tottenham. Zwei Niederlagen in einer Saison gegen Tottenham. Wir waren nicht schlecht. Wir waren eigentlich. Ich habe mich relativ gut gefühlt eigentlich während der Folge. Aber gut, einmal einen dummen Freistoß kassiert und. Ja, naja, wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Tottenham, Arsenal, also 2 zu 1. Sheffield gegen Blackburn 4 zu 1. Manchester United gewinnt 1 zu 0 gegen Fulham. Southampton, Newcastle 1 zu 1. City gegen Crystal Palace 2 zu 0. West Ham, Bournemouth 2 zu 0. Chelsea, Liverpool 2 zu 2. Da hätte man sogar einen Punkt rausholen können auf Liverpool. Naja, der Wolves gegen Everton 0 zu 0. Brighton, Aston Villa 1 zu 0. Und Leicester gegen Burnley 3 zu 1. Somit, ja, rutschen wir auf den vierten Platz runter, weil uns City jetzt hat auch überholt. Fürchterlich, fürchterlich. 4 Punkte jetzt, weil innerhalb von 2 Spieltagen vom ersten auf den vierten und wieder 4 Punkte Rückstand. Gut, gegen Tottenham kann man verlieren, aber der gegen irgendwas gegen Sheffield war da. Der war unnötig. Der war richtig, richtig unnötig. Ja, wir sind natürlich immer noch im Rennen, aber wir müssen natürlich weiterhin hoffen, dass die anderen Fehler machen. Wir können nicht mal mehr sagen, wir spielen ja noch selber gegen City. Tun wir nämlich nicht. Eigentlich gegen City, gegen Man United, wo wir Punkte holen können. Belastend. Der war sehr, sehr belastend jetzt. So, Bernardo Silva wird gegen Chelsea nicht zur Verfügung stehen. Juve möchte Lacazette haben. Da sind wir eigentlich noch dagegen. Auch wenn natürlich Lacazette auch nicht mehr der Allerjüngste ist im Game. 44 Millionen wollen sie. Hat natürlich noch Vertrag bis 2027. Ja, aber ist mit 32 ist eigentlich nicht schlecht, so sage ich mal. Und wird sich auch konstant wahrscheinlich noch im nächsten Jahr wahrscheinlich auch noch auf einer 83 halten. Also. Deshalb würde ich mal sagen, nein, der macht ja auch noch seine Tore. Also. Lass mal das mal. Bernardo Silva steht hier irgendwas mit der Verletzung, aber da stand eh im Herz. Die Verletzungen hier sind eh immer mehr als gering. Naja, dann würde ich aber sagen, wenn das Video aussieht, dann lasst ein Like, dann Kommentar ohne besten Fall. Natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Besser nice Arsenal gegen PSG. Europa League Viertelfinale. Hinspiel oder Achtelfinale? Ich weiß nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall Hinspiel. Und hoffen wir, dass wir dann mal wieder einen Sieg uns holen können. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, Servus.